Hallo, ich heiße Johanna und in dem Videozyklus von mir geht es darum, normale, parallele und den Normalabstand besser kennenzulernen. Am Anfang von jedem Video erfährst du immer kurz, um was es in diesem Video geht und welches Material du herrichten sollst. In diesem Video fragen wir uns, wann wir eigentlich von geraden bzw. parallelen Linien sprechen. Zuallererst pausiere das Video bitte kurz und richte dir einen Zettel, einen Stift, ein Stück Papier oder Zeitung und deine Buntstifte her, bevor du weiterschaust. So, jetzt kann es losgehen. Zuerst eine Einstiegsfrage. Welche dieser Abbildungen sind gerade Linien? Pausiere dazu das Video und schreibe deine Antworten auf deinen Zettel. Genau, die Abbildungen 1, 3 und 4 sind gerade Linien. Die anderen sind krumme Linien. Falls du zu geraden Linien noch Fragen hast, schaue dir nochmal den Videozyklus zu Strecke, Strahl und Gerade an, bevor du bei diesem Videozyklus weitermachst. Ich verlinke dir das Video rechts oben. Was sind jetzt aber normale und was parallele? Und was hat das mit den geraden Linien zu tun? Schau dir mal diese Bilder genauer an. Was haben sie alle gemeinsam? Drücke auf Pause und notiere dir alle Gemeinsamkeiten. Für uns interessant ist, dass ihre Kanten alle gerade Linien mit so einem besonderen Eck sind. Dieses besondere Eck nennt man in der Mathematik einen rechten Winkel. Es ist nicht jeder Winkel. Also nicht jedes solches Eck ein rechter Winkel. Diese Bilder hier zeigen zum Beispiel keine rechten Winkel. Aber wieder zurück zu unseren Bildern mit rechtem Winkel. Der rechte Winkel wird von zwei geraden Linien gebildet. Und man sagt, diese Linien sind normale. Um den rechten Winkel prüfen zu können, verwenden wir in der Mathematik das Geodreieck. Dazu erfährst du im nächsten Video mehr. Vorerst reicht uns ein ganz einfaches, selbst angefertigtes Hilfsmittel, den rechten Winkel zu prüfen. Dazu brauchst du dann Papier oder Zeitungsstück. Das Zeitungsstück ist ganz chaotisch und vielleicht sogar ganz ohne gerade Kanten gerissen. Falte es von unten nach oben und du erhältst eine gerade Kante. Wenn du diese als Lineal verwendest, kannst du eine Gerade zeichnen. Jetzt nimmst du ein Ende der geraden Kante und faltest es entlang dieser geraden Kante. Nun hast du zwei gerade Kanten erzeugt, die sich in einem Punkt bzw. Eck treffen. Ja, genau. Das ist ein rechter Winkel. Du hast also ganz ohne Konstruktionswerkzeuge einen rechten Winkel gefalten. Super, den wirst du später noch brauchen. Es gibt noch eine weitere besondere Art, wie sich zwei Linien zueinander verhalten können. Schau dir diese verschiedenen Bilder an und überlege dir, warum du glaubst, dass Mathematiker diese Linien so besonders finden. Pausiere das Video und mache dir Notizen. Was diese Linien ausmacht und sie von anderen unterscheidet, ist, dass sie keinen Schnittpunkt haben. Die Linien berühren sich also nie. Die Linien sind an jeder Stelle gleich weit voneinander entfernt. Solche sich nie berührenden Linien nennt man Parallele. Natürlich gibt es in der Mathematik Möglichkeiten, um zu überprüfen, ob zwei Linien auch wirklich parallel zueinander sind. Fürs Erste wollen wir es aber ganz einfach mit unseren Buntstiften überprüfen. Abgesehen vom angespitzten Teil ist bei einem Buntstift der vordere und der hintere Teil gleich dick. Wenn ich nun also viele Buntstifte nebeneinander lege, erkenne ich schnell, ob zwei Linien an allen Stellen gleich weit voneinander entfernt und somit Parallele sind. Ich zeige es dir kurz mit einem Beispiel. Ich lege den ersten Buntstift genau an die Kante einer Spielkarte
und lege nach und nach immer mehr Buntstifte dazu, bis ich mit freiem Auge erkennen kann, dass der übrige Streifen an allen Stellen gleich breit ist. Ich sehe also, dass die beiden Kanten der Spielkarte parallel zueinander sind. Jetzt bin ich aber gespannt, welche normalen und parallelen Linien du in deinem Zimmer entdecken kannst. Versuche, drei normale und drei parallele zu finden und schreibe dir die Gegenstände auf. Überprüfe sie außerdem mit dem gefalteten Papierstück und den Buntstiften. Pausiere dazu das Video. Hier zeige ich dir ein paar Beispiele, die ich in meinem Zimmer entdeckt habe. Hier siehst du lauter normale. Zum Beispiel das L bei der Beschriftung auf meinem Blog, das Eck von meinem Buch und die Kanten der Kekspackung. Als Beispiele für Parallele habe ich die Kanten von einem Lineal und die Kanten der Kaugummiverpackung entdeckt. Als Abschluss des Videos noch ein paar Aufgaben für dich. Handelt es sich hier um parallele oder normale Linien? Stoppe das Video immer kurz zum Überlegen und notiere dir P für parallele oder N für normale auf deinen Zettel. Super! Auf den Bildern 1 und 2 waren parallele Linien zu sehen. Die Bilder 3 und 4 zeigen Linien, die normal aufeinander stehen. Die Reihenfolge lautet also P, P, N, N. Bei den normalen Linien ist es wichtig, dass der Winkel stimmt. Wenn du dir unsicher bist, pausiere das Video kurz und miss mit deinem gefaltenen Zeitungsstück nach. Erkennst du auf diesem Bild parallele oder normale Linien? Genau, es sind parallele Linien zu erkennen. Auch diese beiden Holzpfeiler sind parallel zueinander. Aber ganz richtig, in diesem Bild sind auch zahlreiche Linien, die normal zueinander sind, zu erkennen. So wie die hier eingezeichneten. Du weißt nun, wie parallele und normale aussehen und hast eine einfache Art, sie zu überprüfen, kennengelernt. In den nächsten Videos erfährst du mehr über ihre Eigenschaften, wie man sie mathematisch prüft und wie man sie konstruiert. Bis bald!